Wie Sie hier sehen, ist das ein sehr reduziertes Bike. Die Massen sehr konzentriert in der Front, wie das sich richtig gehört für einen Roadster. Die Front sehr, sehr kurz und das Heck sehr, sehr, sehr extrem kurz und steil. Das heißt, die Grundproportion ist absolut die Roadster. Das Highlight ist natürlich jetzt das Heck hier. Das ist aus einem großen Aluminiumblock gefräst, aus einem Stück. Integriert auch das Rücklicht hier und macht eine sehr schöne Einheit mit dem Tankmittelcover, was hier in Metall auch dargestellt ist. Und kontrastiert auch schön mit den Seitenteilen hier, die Zitate sind von der neuen S1000R. Und hier sind auch wirklich tatsächlich die kleinen Kiemen hinten versteckt. Man sieht das auf den zweiten Blick. So the most intriguing thing obviously on this roadster bike is the mass concentration at the front, which of course the big engine and the concentration of the muscle in the front of the bike. Aside from this, we find a very nice piece of tail frame here, which is billet actually from one big block of aluminum, and it's self-carrying and it houses the seat and the tail light. Dieses Bike ist schon ein reines Concept-Bike, es ist ein One-Off, wie wir sagen. Was auch wichtig ist, es ist ein Runner, also das Ding läuft auch. Das ein oder andere Element werden wir möglicherweise in der Zukunft an einem Serienbike sehen, aber grundsätzlich ist sowas natürlich nicht zulassungsfähig und können wir so nicht unbedingt bauen. I would say, first of all, it's a One-Off, so it's a Showbike, but it's not everything is fantasy. So maybe there is a chance you might find the one or the other detail in one of the production bikes sooner or later. Ich finde diese Kombination sehr schön, weil es gibt immer diese gegenseitige Befruchtung von so Dingen. Wir finden hier sehr viele alte Motorräder, die immer noch sehr, sehr typische und ikonische Erscheinungsformen zeigen, die auch heute noch stimmig sind. Also ich glaube, das ist eine sehr schöne Kombination hier. I personally love this atmosphere here, and I also love the display of these old bikes. And very many of these old bikes are tremendously nice conditions, and many proportions and shapes and details on these old bikes are still very, very valid even nowadays. Das ist immer schön, wenn man so ein Bike hier stehen hat. Da freut man sich auch. Aber die Designer sind ja nie zufrieden. Es gibt schon wieder neue Ideen für nächstes Jahr. Wir haben ja hier sehr viele alte Motorräder in der Ausstellung, teilweise sehr, sehr schöne Motorräder. Und ich persönlich mag das sehr gerne, diese gegenseitige Befruchtung hier. Man sieht viele Motorräder, die Proportionen haben, die Details haben, die technische Lösungen haben, die auch heute noch immer unheimlich interessant sind und die man auch gerne aufnimmt und möglicherweise weiterspinnen kann. Ja?